Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ leicht gemacht. Und ja, wir sind immer noch im Sternenfieber. Wir basteln immer noch diese Sterne. Und ja, so nebenbei ein kleines bisschen hier, ein kleines bisschen da. Sie hängen jetzt wirklich schon überall verteilt im Haus und auch auf Arbeit. Ja, nimmt das Fieber so seinen Lauf. Überall werden diese Sterne gebastelt und ich finde es einfach toll. Also sie sind wirklich eine tolle Dekorationsmöglichkeit. Die kann man wirklich ans Fenster hängen, an den Tannenbaum. Man kann damit Geschenke dekorieren. Man kann diese ganzen Sachen auch einfach so auf dem Tisch legen und ein bisschen Tannengrün und Weihnachtssachen dazwischen legen. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, probiert es aus. Das Video dazu, wie man diese Sterne bastelt, was ihr dafür benötigt und ja, die Falltechnik an sich, die verlinke ich euch ganz gerne wieder unten in die Infobox. Schaut euch das Ganze an. Wir haben festgestellt, man kann das auch super gut mit Kindern basteln. Da müsstet ihr nur auf das Material vorher schauen. Also so dünnes Packpapier ist sehr schwierig für Kinder. Auch dieses Geschenkpapier, was sich immer wieder ja, widerspenstig wehrt, hier die Falzlinien einzuhalten, ist auch etwas knifflig. Aber normales Papier oder normales Bastelpapier, am besten diese Origami-Faltblätter, die machen sich mit Kindern oder für Kinder wirklich richtig gut. Und nachher ein bisschen schauen, dass sie genau die Kanten einhalten. Also dieses die Faltelei mit dem Drachen zum Beispiel. Da ein bisschen schauen, dass sie schön die Mittellinie treffen und das Ganze nachher helfen zusammenzustecken. Dann haben da Kinder auch richtig viel Spaß dran. Wie wir zum Beispiel. Wir haben echt Unmengen gebastelt. Und ja, letztendlich haben wir, ja, wir basteln ja auch immer verschiedene Varianten, macht sich ja auch wirklich schön im Fenster, wenn das dann in verschiedenen Größen da hängt. Und als wir einige Sachen zusammengebastelt hatten, stellten wir fest, dass es doch gar nicht schlecht aussehen würde, wenn wir aus diesen ganzen Sternen uns einen Tannenbaum basteln. Cool, richtig cool. Ich hatte so einen Tannenbaum schon mal aus Stanzelementen, also kleinen Sternen gebastelt. Ja, die hat man dann ganz einfach ausgestanzt und schön übereinander geschichtet. Ich habe damals immer überall Perlen dazwischen gemacht. Sieht auch richtig toll aus, aber dieser Stern toppt bei mir alles momentan. Dieser Stern-Tannenbaum ist auch nicht viel schwieriger als dieser Stern-Tannenbaum. Das Einzige, dass man hierfür wirklich einiges an Papier benötigt. Also wenn ihr so ein Projekt startet, rechnet euch das Ganze aus, mit welchen Maßen ihr da anfangen möchtet, je nachdem. Wir hier zum Beispiel haben angefangen mit 16x16 Papier. Dieses braucht ihr dann 8-mal und ich habe das Ganze dann 2-mal, also 2 Sterne mit dem Maß 16x16 gefalten. Dann habe ich die zweite Schicht oder die dritte und die vierte Schicht sind dann auf 14 cm. Also ich bin immer 2 cm weiter runter gegangen, um zu schauen, wie weit man das Ganze dann wirklich auch noch falten kann. 14 cm das Ganze auch wieder 2-mal und denkt dran, ihr braucht davon 8. Ihr könnt das Ganze auch mit 7 machen, aber ja, bei 8 war jetzt für mich ja, einfach das bessere Ergebnis. Dann natürlich runter auf 12 cm, dann runter auf 10 cm, dann wird es etwas einfacher und papiersparender, na klar, dann kommen wir bei 8 cm, bei 6 cm und hier oben kommen jetzt noch 4x4 cm Sterne rauf. Bei den 4x4 und 8x8 cm Sternen, ja, es ist ziemlich knifflig. Also ich muss echt sagen, wenn ihr so kleine Sterne machen wollt, solche kleinen, dann nehmt wirklich dünneres Papier und einfacheres Papier, weil dieses ja, Geschenkpapier hier echt widerspenstig ist. Es funktioniert, aber ja, da müsst ihr auch vielleicht noch ein bisschen zwischenkleben, damit das Ganze dann auch wirklich zusammenhält. Und hier ist jetzt zum Beispiel der 4x4 Stern, der kostet dann schon einiges an Nerven und ist etwas schwierig. So. Diesen ganzen Tannenbaum dann zusammenzusetzen, ist wirklich eine recht einfache Angelegenheit. Ich habe zum Beispiel bei diesem Tannenbaum hier mich dazu entschieden, einfach mal die Heißklebepistole anzuschmeißen und das Ganze dann ja, zusammenzukleben. Muss man natürlich schauen, weil, ja, wenn man hier, ups, ich werde mal meinen 4x4 Stern hier oben runternehmen, der wirklich sehr, 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 sehr filigran ist. Man muss natürlich, wenn man hier solch ein Papier hat, das ist glaube ich 100 Gramm Bastelpapier,
dass man schaut, wie man das Ganze mit der Heißklebe macht, weil nur in der Mitte das mit Heißklebe zu befestigen, ja, ist natürlich für die darauf folgenden Sterne etwas schwieriger, weil es sich ja hier so aufbäumt. Also ist es schon besser, wenn ihr den äußeren Kranz, den inneren, wo der Stock reinkommt, ein bisschen Heißklebe drauf macht, und den äußeren Kranz, wenn ihr den anderen oben drauf setzt. Aber das zeige ich euch jetzt gleich mal in einem Beispiel. Ihr habt auch für die Variante des Stockes hier drin mehrere Möglichkeiten. Ihr könntet euch zum Beispiel ein Papierstückchen so lange einrollen, bis ihr eine richtig schöne, ja, einfarbige oder praktisch dazu farbige Variante habt. Da müsst ihr natürlich eine ganze Weile rollen, damit es dann auch wirklich schön kräftig und stabil ist. Ich habe hier einfach diesen, ja, so einen kleinen Stab hier aus dem Baumarkt. Das ist so ein kleiner Rillenstab. Ich hoffe, das sieht man. Den hatte ich hier noch rumzuliegen. Ich glaube, von der Laterne geht auch. Also da sind wirklich mehrere Varianten. Wir haben zum Beispiel auch schon mit einem Bleistift das Ganze aufgefädelt. Total cool ist auch die Variante mit dem Papierstrohhalm. All die, weil man hier natürlich oben die Möglichkeit hat, wenn man das Ganze dann zusammengesetzt hat, das Ganze etwas leichter abschneiden kann. Und dieser Holzstab macht sich dann doch sehr schwierig, weil man im vorderen Feld nicht so richtig abschätzen kann, welche Höhe man erreicht. Und hier lässt es sich natürlich nachher relativ leicht abschneiden. Und man kann zum Schluss auch noch mit der Heißklebe sich diese Sternvariante recht einfach machen und sie sich da oben drin verkleben. So, dann könnt ihr natürlich auch Schaschlikspieße verwenden. Oder ihr nehmt euch meinen selbstgebastelten Fuß hier zum Beispiel. Der ist auch recht leicht gemacht. Da habe ich diese ganz normale Deko-Modelliermasse hier aus dem Action. Die verwende ich ja eigentlich ganz gerne mal, wenn so Sachen, ja, für Füße oder für die Drahtengelchen, die ich euch ja auch schon mal in einem Video gezeigt hatte, da macht sich das richtig gut. Das forme ich mir dann einmal hin. Ich habe mir hier schon mal den Stab drin befestigt. Den kann man nachher auch noch mit Heißklebe ein bisschen fester machen. Ihr müsst dann nur vorher noch ein bisschen warten, dass es, angetrocknet ist und sich nicht beim Basteln dann auch noch verformt. So steht es natürlich richtig gut, und jetzt könntet ihr schon anfangen, das Ganze zu schichten. Dann haben wir auch noch die Variante der Natur, ja, des Natursterns, die ich total toll finde, obwohl da müsstet ihr, wenn ihr dann draußen im Garten seid und mal schaut oder unterwegs seid und einen Ast sucht, den ihr dafür verwenden wollt, dass ihr einen bekommt, der ein bisschen, ja, gerade ist und nicht so viele Knüppelchen hier hat wie ich. Wie meiner zum Beispiel. Nee, ich nicht, sondern meiner. Da lässt es sich natürlich richtig schwierig machen, die ganzen Sterne da aufzufädeln, weil er sich dann natürlich klar verhakt. Finde ich aber richtig gut, die Variante. Gerade so Naturmaterialien mit naturfarbenem Papier. Richtig schick. So, und eben halt auch die Bleistift-Variante. Die geht auch ganz gut, aber ich muss echt sagen, ja, Ich brauche meine Bleistifte. Ich gebe ungern meine Bleistifte her. Ich habe auch das Ganze schon mit meiner Stricknadel ausprobiert. Geht auch super gut, aber auch meine Stricknadel benötige ich. Nochmal zum Papier. Bevor ihr loslegt, rechnet euch das Ganze nochmal auf einem Stückchen Papier aus. Ihr müsst ja nicht auf 16x16 gehen. Also man kann ja auch schon kleiner beginnen, wenn nicht so viel Papier da ist. Aber ich musste jetzt wirklich nochmal los und für diesen Weihnachtsbaum hier noch einiges an Papier holen, weil, ja, mein Papier war dann einfach alle von der Rolle und nicht so gut. So, legen wir los. Wie machen wir das Ganze? Wir nehmen uns jetzt als allererstes mal unseren Fuß hier, machen uns da ein kleines bisschen Heißklebe ringsrum, suchen uns erstmal natürlich den passenden Stern aus. Ich habe mir diese Sterne hier ein bisschen festgemacht vorher. Warum? Weil ja die Variante mit dem Glitzerpapier sehr schwierig ist zu handeln, aber es geht gut, und wenn es nachher festgeklebt ist, dann ist da nichts mehr mit widerspenstig. So, jetzt nehmen wir unseren einzelnen Stern. Also diesen Baum hier habe ich immer in zweier Varianten gemacht. Dieser Baum ist in der Einzelvariante, also immer nur ein Stern von jeder Größe. Jetzt stecke ich mir hier noch mal meinen Strohhalm rein, klebe mir das Ganze noch mal ein bisschen fest. Ich versuche das hier heute mal mit links. Mal schauen. Ja.
Sehr schön. So, jetzt können wir schon hergehen und den ersten Mal ausprobieren, ob der dann da auch so richtig gut drauf sitzt, wie wir uns das vorstellen. Müssen wir uns das Ganze noch mal vorher hinschütteln. Da habt ihr das wirklich, wenn ihr das Bastelpapier benutzt oder Origami-Faltpapier benutzt, um Längen einfacher, dass das Ganze nicht so kompliziert, aber eben halt auch, ja, glitzert nicht so schön. Ne? Jedenfalls habe ich kein glitzerndes Origami-Papier gefunden. Na, nehmen wir uns mal den Helfer hier. Oft reicht es ja schon, wenn man sich nur eine Seite ein bisschen befestigt. So, jetzt machen wir uns da ein bisschen Heißklebe rundherum. Und buscheln uns den darauf. Jetzt will er natürlich nicht, weil ich ihn festgesteckt habe. So. Jetzt dem Ganzen natürlich wieder die Chance geben, dass es ein kleines bisschen antrocknen kann. Und wenn ihr das dann soweit habt und der Baum schon mal aber selbst da ist es ein bisschen schwierig. Nö, hält. So, jetzt wie gesagt, ganz wichtig, erst innen drinne ein bisschen reinmachen und dann auch mal den nächsten Hund wieder erst ein bisschen zurechtschuckeln. Erst innen drin ein kleines bisschen reinmachen und dann den Kreis etwas größer machen, damit. Jetzt könnt ihr auch noch entscheiden, in diesem Moment könnt ihr noch entscheiden, wollt ihr das Ganze platt haben, also schön runter, oder dann doch etwas, ja, buschiger noch, also ein bisschen höher noch. Das ist ja dann relativ einfach mit der Heißklebepistole festzukleben. Jetzt nehmen wir uns den nächsten Stern, stecken uns den ganzen da oben rauf, schauen, dass wir die Variante ein bisschen versetzt drauf bekommen. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass ihr euch am Anfang nochmal Gedanken drüber macht, wie viel ihr verwendet. Wenn ihr jetzt natürlich 8 und 7 ja, mit 8 Zacken anfangt und dann auf 7 geht, dann stimmt euer ganzes Bild nachher nicht mehr. Also da schaut euch das nochmal ganz genau an, wie viele Zacken ihr haben wollt und welche Größe. So, und das Ganze zieht natürlich recht gut an. In der Zeit können wir schon mal den nächsten Stern suchen. Ja. Er kommt schön hoch. Gut. Der nächste Stern liegt parat. Jetzt machen wir uns wieder ein bisschen was in die Mitte rein. Und wieder schön auf dem Rand. Natürlich nicht auf die Finger. Es ist hier auch keine, ja, ist auch keine Variante zum Festkleben, die ich mit Kindern wählen würde. Da dürfen selbst meine Kinder nicht ran an die Heißklebepistole. Und so schichten wir den Baum wirklich Stückchen für Stückchen nach oben. Liegt schon der nächste Stern parat. Na, hier sitzt ein bisschen weniger. Ja, schön unten bleiben. Und nein, nicht da reinfassen. So, immer schön schauen, dass ihr die Ränder immer schön in den Versatz geht hier und alles, was hier überschüssig ist an Klebestreifen, das kann man nachher super gut, Klebestreifen sage ich schon, an Heißklebe, kann man nachher natürlich super gut wieder abmachen. Das ist nicht das Problem. Er kommt richtig gut hoch. Sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Stern. Na, noch ein bisschen am Rand dran. Den jetzt oben drauf.
trocknet ein bisschen langsamer, finde ich. Also das Papier und die Heißklebe, ja, die sind, es klebt zwar, aber es geht etwas langsamer. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man so dann noch ein bisschen die Möglichkeit hat, ich muss mal meinen Kopf und wenn man so natürlich noch die Möglichkeit hat, ein kleines bisschen nachzuschieben. So, und jetzt kommt hier oben drauf noch der letzte und ganz zum Schluss stecken wir dann noch einen oben drauf, wo ich gerade sehe, dass der ja schon weg ist, sich schon verabschiedet hat. Sehr schön. Sehr schön. So, das Ganze werde ich jetzt mal noch ein bisschen fixieren und dann muss ich mir ja noch einen meinen kleinen Stern hier suchen, wie es gut der hingerutscht ist. Und dann haben wir den nächsten Weihnachtsbaum. Für den Tisch zum Verschenken, für Oma oder für eine gute Freundin. Mal schauen, fertig. So ihr Lieben, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch genauso viel Spaß gemacht und hat euch auch ein kleines bisschen ja, inspiriert, auch so einen tollen Tannenbaum zu basteln. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.